lame! Guten Rat geben. Wenn wir dich beim Klauen erwischen, kriegst du mächtigen Ärger. Wir haben zurzeit nur einen Gefangenen in unserem Turm. Da wäre noch ein schönes Plätzchen frei für dich. Und wenn du dann erstmal richtigen Hunger hast, hast du auch bestimmt Lust, den Sklaven auf den Feldern beim Zuckerernten zu helfen. Dasselbe ja. gilt natürlich auch für deine Freundin. Wir verstehen uns. Ich denke schon. Nein, ich habe doch noch nicht geklaut. Ach, Quatsch. Ich würde niemals etwas klauen. Zählt das als Klauen, wenn ich mir das Hühnchen nehme? Ich probier's gar nicht erst. So. Diesmal ist es ja nicht mein Hühnchen. Sieh mal an, wer da kommt. Aha. Na, wenn das mal nicht der Flegel ist. Er sieht auch aus wie ein Flegel. Was meinst du, was er gemacht hat? Hat der Kommandant nicht gesagt. Schätze, er hat was ganz Ungezogenes mit seiner kleinen Freundin angestellt. Kannst ihm nicht übel nehmen. Komm, wir gehen was essen. Oh Mann. Okay, gehen wir mal zu Petro. Eieiei. Ihren Bericht, Leute. Ja. Ich fürchte, die Lieferung fällt diesmal etwas schmaler aus. Aha. Was soll das heißen? Uns sind einige Kisten abhanden gekommen. Aha. Und wie bei den Göttern konnte das geschehen? Ich vermute, die Piraten stecken dahinter. Aha. Sie müssen sich nachts ins Lager geschlichen haben. Und wieso bitte ist das Lager nachts nicht bewacht? Weil... Weil? Weil die Männer die entlaufenen Sklaven verfolgt haben. Die bitte was? Dazu wollte ich gerade kommen. Rock vor! Es ist alles die Fuegos Schuld. Er hat mir befohlen, die Wachen zu halbieren. Ich habe ihn Rockford ist ein Käse. Aber die Fuego. Der Hohe Rat hätte niemals einem Zivilisten das Kommando überlassen dürfen. Ganz meine Meinung, Kommandant. Wer zum Teufel hat sie nach ihrer Meinung gefragt? Voll der Assi. Weggetreten! Was ist so ein Fettsack? Ne, meint er, er könnte hier einen auf, ach, egal. Okay, das ist Pedro. 26, 27, 29, was? Du hast 28 vergessen. Hör mal, ich habe mein eigenes System. Bring mich nicht durcheinander. Was machst du da? Ich kümmere mich darum, dass die feinen Herren in Caldera ihren Tee nicht ohne Zucker trinken müssen. Der Großteil unserer Ernte geht aufs Schiff und am Ende müssen die Bücher stimmen. Das Ganze ist Wahnsinn. Die halbe Welt geht den Bach runter und die Händlergilde hat nichts Besseres zu tun, als an ihren Profit zu denken. Nur deswegen gibt es diesen Stützpunkt überhaupt. Warum bist du hier? Suchst du Arbeit? Ja. Ich will mir etwas golden. Für Tagelöhner gibt's ja immer was zu tun. Was soll ich machen? Geh zuerst zu Osorio. Er hat mit Sicherheit Arbeit für dich. Du findest ihn in der Küche. Oh, das ist das kleine kochen. Gebäude vorne am Platz. Aha, aha. Okay. Ich muss jetzt erstmal weiter. Gut. Zurück zu den Kisten. Wo war ich? 29. Genau. 29. 30. 31. Gut. Ah, wir haben anscheinend kommen. Moment. Gerade mal was gucken, das interessiert mich jetzt mal. Also, Attribute. Wenn wir Ruhmpunkte erhalten, wir erhalten ja für Quests immer Ruhmpunkte. Und für diese Ruhmpunkte können wir unsere Sachen hier aufwerten. Im Moment kostet alles 1000 Ruhmpunkte, wir haben jetzt 1050. Das ist doch gut. Ja, ist ja, ich fange sowieso nochmal ein neues Spiel an, einfach mal Klingen machen. Ja. Gut. Was haben wir hier? Aber. Raus hier! Wo? Hau schon ab! Wo? Also bei Gothic musste man schon immer aufpassen, wo man reingeht und wo nicht. So eine Scheiße. Probleme? Das kann man wohl sagen. Ich habe das Kommando über die Wachen und unterstehe direkt die Fuego. Der Hohe Rat hat ihn zum Gouverneur von Puerto Sacarico gemacht. Der Mann macht mich noch wahnsinnig. So eine Scheiße oder was, ne? Du hast ein Problem mit Di Fuego? Er ist ein Zivilist und hat keine Ahnung von militärischen Abläufen. Seit er die Einteilung der Wachen geändert hat, geht hier alles drunter und drüber. Ich habe einfach nicht mehr genug Leute, um die Sicherheit der Kolonie zu gewährleisten. Warum lässt er sich denn beraten? Und jetzt will er auch noch, dass ich einen meiner Männer zum Piratennest schicke. Als wenn die Halsabschneider mit uns verhandeln wollten. Ich suche das Piratennest. Moment mal.
Du bist der Kerl, den Sebastiano rausgeworfen hat. So sieht's aus. Dann bist du vielleicht genau der Mann, den ich suche. Aha. Ich muss eine Nachricht zu den Piraten schicken. Ich gebe dir 100 Goldstücke, wenn du sie überbringst. Und die Fuego zahlt dir noch einmal 100, wenn du mit einer Antwort zurückkehrst. Was meinst du? Find ich gut. Gib mir das Gold. Ich überbringe deine Nachricht. Gut. Hier ist der Brief. Und hier ist dein Gold. Das Piratennest muss irgendwo im Nordosten der Insel sein. Du willst doch sicher nicht aufbrechen, ohne dich vorher auszurüsten. Bestimmt nicht. Pedro kann dir sagen, wo du alles findest, was du brauchst. Sag ihm, du musst auf die andere Seite der Insel. Mhm. Trainierst du auch Schwertkampf? Ich kann dir ein paar nützliche Dinge über den Umgang mit dem Degen beibringen. Oder willst du einen Trainingskampf? Dass ich mir von dir mein Leben kaputt hauen lasse, oder was? Kannst du vergessen. Ich will mehr über den Umgang mit der Klinge lernen. Ich werde dir zeigen, was ich weiß. Ja, oh mein Gott, das kostet ja so viel. Das kostet ja end viel. Ah. Also ihr seht hier kann man diese ganzen Sachen von wegen Kampftechniken so erlernen. Also das Kampfsystem besteht doch nicht nur aus reinem X-Drücken. Hier kann man Konterattacken und sowas und schwere Angriffe erlernen. Aber das ist alles für mich jetzt noch zu teuer. Wie werde ich schnell besser mit einem Degen? Ich will den Degen richtig beherrschen, bla bla, zurück. Okay, ich muss weiter. Okay, gut. Also, wir haben jetzt einmal das mit dem Koch und... Ja, normalerweise würde ich jetzt das erst noch mit dem Koch machen, aber da ich euch vielleicht eventuell noch sogar das Piratenversteck zeigen kann... Ich muss auf die andere Seite der Insel. Es ist nicht ungefährlich, die Insel zu bereisen. Überall lauern wilde Tiere. Einige unserer Sklaven sind entkommen und machen jetzt den Dschungel unsicher. Und irgendwo im Osten gibt es die Piraten. Ohne robuste Kleidung und genügend Proviant solltest du nicht losziehen. Ich habe robuste Kleidung. Was weißt du über die Piraten? Ich? Gar nichts. Hab noch nie einen von denen zu Gesicht bekommen. Wenn du was über die Piraten wissen willst, sprich mit Rock vor. Gibt es eine Karte der Insel? Wenn ich du wäre, würde ich die Fuego fragen. Er ist der Gouverneur von Puerto Sacarico. Kann mir aber nicht vorstellen, dass sie dich so zu ihm lassen. Halt nackt, wie du bist. Zieh dir wenigstens ein Hemd an. Hab ich nicht. Wo bekomme ich Kleidung? Frag mal Carter. Er sitzt oben beim Turm und bewacht den Gefangenen. Kann schon sein, dass er was für dich hat. Aha. Wo gibt es Proviant? Sprich mit Osorio. Er kann dir was verkaufen. Okay, jetzt haben wir wieder 1500 Milliarden neue Quests. Okay, oben beim Turm. Wo ist denn hier ein Turm? Turm. Ja. Ist das da? Soll das da einen Turm darstellen? Vielleicht, wahrscheinlich. Ich gucke einfach mal nach. So weit vom Lager kann der Turm ja nicht weg sein. Ich will erstmal jetzt was Wichtiges zum Anziehen haben. Oh, doch, da ist ein Turm, ja. Sieht man nur von unten nicht. Zack. Bist du hier, um mit dem Gefangenen zu reden? Warum ist der Gefangene hier? Wir hätten ihn ja zusammen mit den Molukken auf die Felder geschickt. Aber Riley meinte, er ist noch nicht durstig genug zum Arbeiten. Also lassen wir ihn ein paar Tage im Turm schmoren. Oh. Ich hab gehört, du verkaufst Kleidung. Sagt wer? Pedro sagte sowas. Kann schon sein, dass ich was für dich habe. Wenn du willst, kannst du dir die Sachen ansehen. Oh, der dealt mit Kleidung. Zeig mir die Sachen. Altes Kopftuch, ein Lederhemd, ein altes Hemd. Och, super. Ich liebe sowas. Wahrscheinlich kann ich mir das alles nicht mal leisten. Wie viel Geld habe ich denn? Ach, da unten steht mein Geld. Okay. Oh doch, das kann ich mir sogar leisten. Das Lederhemd. Und das Kopftuch. Na, das sieht scheiße aus. Ich werde mir noch die bunte Hose kaufen. Da habe ich eh kein Geld mehr fürs Kopftuch. Ende. So. Gut, jetzt haben wir schon mal Kleidung. Schauen wir mal nach. Also, jetzt... Natürlich könnte man jetzt hier auf alles gehen, solange es noch relativ übersichtlich ist, kann man ja hier die Sachen so noch ausrüsten. Aber was halt noch leichter ist, jetzt zum Beispiel, ich gehe jetzt auf Körper
Und dann habe ich hier gleich diese Piratenklamotten und das Lederhemd halt. Das Lederhemd können wir jetzt schon ausrüsten. Wunderbar. Dann müssen wir einfach auf B drücken und dann sind wir wieder zurück in diesem Menü hier. Und für die Beine, ich habe ja die bunte Hose gekauft, da rüste ich das noch aus. Wunderbar, schon haben wir Sachen an. Das sieht natürlich jetzt alles noch richtig beschissen aus. Aber wir sind ja auch noch am Anfang vom Spiel, ne? Da ist das ja normal. Aber das bietet uns schon mal einen gewissen Schutz und jetzt müssten wir auch zu diesem DiFiego oder wie der Kerl heißt, durchkommen. Mal gucken, was der in Sachen Karte zu sagen hat, ob der uns eine Karte gibt. Ist er das? Nee, das ist eine Wache. Holst du denn hin? Ich will zu Difuego. Du kannst hochgehen. Ja, weil ich Klamotten anhab. Wenn ich keine Klamotten anhab, darf ich nicht hoch. In anderen Staaten, da würden sie einen umbringen, wenn man keine Klamotten auf offener Ich Straße sehe, tragen würde. bewacht die Hälfte unserer Truppen jetzt ihre Villa, statt sich um die Sicherheit der Kolonie zu kümmern. Mein lieber Kommandant, die Sicherheit der Kolonie ist vollkommen gewährleistet. In Leutnant Roquefort's Bericht hörte sich das nicht so an. Ach, hören Sie mir auf mit Rock. Nachdem die Piraten sich auf der anderen Seite der Insel niedergelassen haben, hat er doch tatsächlich vorgeschlagen, die äußere Verteidigung der Kolonie zu verstärken. Wo es doch sein höchstes Anliegen sein sollte, für die Sicherheit des Gouverneurs zu sorgen. What the fuck? Der Hohe Rat hätte niemals... Der Hohe Rat hat mir das Kommando übertragen. Und aufgrund meiner unermesslichen Großzügigkeit habe ich angeordnet, ihr Schiff mit Wasser und Proviant auszurüsten, damit sie möglichst bald weiterfahren können. Wollen Sie an diesem Ablauf etwas ändern? Ich warte auf dem Schiff. Oh Mann, warum sind die Kommandeure alles so Fettsäcke? Das gibt's doch nicht. Was kann ich für dich tun, Bursche? Der sieht auch noch scheiße dazu aus. Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Für 100 Goldstücke zu dir. Ja. Shit, ich hab keine 100 Goldstücke. Ich komme darauf zurück. Ach so, ich kann ihm jetzt sagen, dass der Rocker mich beauftragt hat, den Brief zu übergeben. Ich lasse es lieber mal, weil den Typ hier, den will ich auf keinen Fall unterstützen. Vielleicht ist das ja sogar, dass man den irgendwie dann stürzen muss oder so. Ich brauche Ausrüstung. Ich habe ein bescheidenes Angebot an Dingen, die ich für den Fall bereithalte, dass hier Gäste eintreffen. Ich fürchte, das meiste davon wirst du dir nicht leisten können. Oh, schwul. Ah, okay. Ich hörte, es sind Sklaven entlaufen. Ich bevorzuge die Bezeichnung Arbeiter. Sklaven klingt so unzivilisiert. Wir holen die Wilden aus Aborea und geben ihnen Arbeit, ordentliche Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Aber das ist manchen von ihnen nicht gut genug. Sie bevorzugen es, im Dschungel zu hausen wie die Tiere. Schlimmer noch, sie erheben die Hand gegen ihre Herren. Nein. In solch einem Fall darf man keine Milde walten lassen. Das wäre schlecht für die Moral der anderen Arbeiter. Daher habe ich ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Jagen deine Soldaten die Wilden nicht umsonst? Wenn ich Roquefort mit seinen Männern losschicke, patrouilliert er ein wenig am Rand des Dschungels herum und kommt dann wieder zurück. Keiner seiner Männer traut sich in den Dschungel. Und was soll ich tun? Etwa selbst gehen? Ja. Dann tust du aber ein bisschen was von deinem Schwabbelfett abtrainieren, Junge. So, wie hoch ist das Kopfgeld? Wie hoch ist das Kopfgeld? Es sind 3 von diesen Wilden. Pro Kopf zahle ich 100 Goldstücke. Vielleicht ist das Kopfgeld zu niedrig. Was willst du damit sagen? Für 200 Goldstücke pro Kopf sollte sich jemand finden, der sich um die Sache kümmert. Und dieser jemand bist du? Ich bring die Wilden zur Strecke. Exzellent. Ich werde das Gold für dich bereithalten, wenn du zurückkehrst. Für 600 Goldstücke erwarte ich aber auch, dass du mir alle 3 Köpfe bringst. Das ist heftig. Wohoho. Okay, die Sachen sind wahrscheinlich viel zu teuer. Ach du Scheiße. Nee, das kann ich mir bei weitem nicht leisten. Wozu Rubin? Sehr wertvoll, super.
Sonst noch irgendwas? Ach, Moment, ich habe doch im Lager so Zeug eingesammelt. Das kann ich mit Sicherheit verkaufen. Hier die, ja, das Ding, da kann ich wahrscheinlich nichts mit anfangen. Das kann ich ruhig verkaufen. Und die Silberpokale kann ich auch verkaufen. Dann habe ich 220. Kann ich mir dafür irgendwas Anständiges kaufen? Gerade mal. Moment, dafür könnte ich mir jetzt natürlich die. Ach, ich kaufe mir davon die Karte. Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Für 100 Goldstücke gehört sie dir. Ja. Gib mir die Karte. Wo habe ich sie denn? Ah, hier. Ich hoffe, er hat sie in seinem Hintern. Er benutzt sie als Klopapier, aber jetzt nicht mehr, weil ich sie jetzt habe. Juhu. So, jetzt habe ich eine Karte von der Insel. Dann wollen wir doch mal schauen. Die müsste jetzt eigentlich... Nee, bei Seekarte. Doch, hier bei Seekarte ist sie dabei. Aha, jetzt haben wir doch schon mal... Ich habe schon gedacht, man könnte alle Inseln nur so ganz klein von oben gucken. Aber das sieht doch sehr interessant aus hier. Kurs setzen, was? Ach so, an Orten, wo man schon mal war, kann man wieder zurückreisen. Aha, da ist das Piratenlager da hinten. Also die Karten sind sehr schön gezeichnet, muss man sagen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, wir haben noch 10 Minuten. Ja, dann werde ich jetzt einfach mal ein bisschen in den Dschungel gehen, werde mal versuchen, ein bisschen was abzuschlachten oder so. Keine Ahnung, ich versuche jetzt einfach mal zu den Piraten durchzudringen. Mal schauen, wo kann ich da am schnellsten... Die Piraten, also da oben das Schiff seht ihr ja bestimmt in der Ecke, rechts oben.